Beim Anblick dieser Lok fallen als erstes die weit vorragenden klobigen Kupplungsköpfe auf, für Modellbahnpuristen ein Gräuel. Wer sich davon nicht schrecken lässt, findet in Märkens Version der neu konstruierten Universallokomotive Baureihe 212 ein Modell, das in puncto Detaillierung, Fahreigenschaften und Einsatzfähigkeiten Bestnoten verdient. Am Sound hingegen kann nur Gefallen finden, wer sich mit der Tonqualität bei der Musikwiedergabe übers Handy zufrieden gibt. Im langen Vorbau sind laut Explosionszeichnung zwar zwei Lautsprecher untergebracht, deren Durchmesser bauartbedingt aber so gering ist, dass ein auch nur halbwegs akzeptables Bassfundament nicht erreicht wird. Wir haben deshalb den Sound nach der ersten Hälfte abgeschaltet. Ohren und Nerven haben es gedankt. An der Wirkungsweise der Telex-Kupplung fanden wir nichts auszusetzen. Sie entkuppelte auf gerader Strecke bei leichtem Gefälle, hatte auch im Gleisbogen keine Probleme, aber nur dann, wenn die Kupplung des angehängten Wagens nicht vom Puffer darüber behindert wurde. Dabei war es egal, ob der Wagen mit Kurzkupplung ausgerüstet war oder mit einer der Vorgängerkupplungen. Das An- und Abkuppeln wird jeweils von einer längeren Soundfolge begleitet. Das kann man ganz nett finden, wird aber wegen des Zeitaufwandes auf Dauer nerven. Die praktische Erprobung auf der heimischen Anlage verlief tadellos. Gesteuert von der TAMS-Zentrale durchquerte die Maschine das Weichenvorfeld des Schattenbahnhofes und hatte auf der 4%-Steigung der anschließenden Wendel mit 7 Güterwagen mit insgesamt 34 Achsen am Haken weder Sicht noch hörbare Mühe. Rückwärts dasselbe Bild mit 4 vierachsigen Reisewagen. Deren Ankuppeln musste durch festeres Andrücken nachgeholfen werden. Insgesamt brachte die Lok alle Wagen ohne unbeabsichtigtes Abhängen wieder an den Ausgangspunkt. Die Anzahl der angehängten Wagen entspricht eher dem Vorbildeinsatz als der maximalen Zugkraft des Modells. Bei ihm sind alle vier Achsen angetrieben, je zwei Haftreifen sitzen auf den Rädern der zweiten und dritten Achse. Im Fahrbetrieb regelte der Decoder den Motor unseres Modells geschmeidig, ohne sichtbare Rucke beim Wechseln der Fahrstufen. Das Antriebsgeräusch bei abgeschaltetem Sound war angenehm leise. An der Qualität von Fertigung und Druck fanden wir nichts auszusetzen. Die Bilder geben jedem Zuschauer die Möglichkeit, ein eigenes Urteil zu bilden. Laut Märklin gibt das Modell den Betriebszustand um 1978 wieder. Das ist Epoche 4 und die dauerte von 1968 bis 1990.